Pogodak. Treffer. Sie fanden ein Massengrab an einem trockengelegten Wasserdamm. Ich suche nach meinem Sohn. Mein Sohn hat man umgebracht und in den Fluss geworfen. Das sah ich mit eigenen Augen. Ich stand auf der anderen Flussseite, als es geschah. Meine Schreie folgten seinem toten Körper, der mir vorbeischwamm. Seitdem sind 7 Jahre vergangen. Vor einer Woche bekam ich einen Anruf von der International Commission on Missing Persons. Sie sagten, sie hätten einen DNA-Treffer. Es sei aber leider nicht mein Sohn. Sie fragen, ob ich noch nach jemand anderem, männlichen aus meiner Familie suche, nach meinem Vater, einem Bruder. Ich sage, nein. Sie haben aber einen Treffer, männlich, kann nur zu mir gehören. Ich sagte dann, ja, mein Vater ist von denen umgebracht worden, aber vor 49 Jahren im Zweiten Weltkrieg. Wir wussten nicht, dass er auch in den Fluss geworfen wurde. Wir haben ganz woanders gesucht. Oh, sagt der Mann von ICMP, erleichtert. Das erklärt, warum seine Knochen eine ganz andere Farbe haben als die der anderen. Wir hatten schon befürchtet, dass die Knochen mit Absicht kontaminiert wurden. Wir suchen weiter. Ihr Sohn kann dann auch nicht weit sein. Bevor er aufliegt, schaffe ich noch, ihm mitzuteilen, dass damals mit meinem Vater auch seine Brüder und sein Vater mitgenommen worden waren. Ah, danke, sagte er erleichtert. Das erleichtere ihn einiges an der Arbeit. Er könnte mir aber nichts versprechen. Aus irgendeinem Grund seien manche Körper weitergeschwommen und andere wiederum seien im Bett des Wasserdamms liegen geblieben. Ich lege auf und hoffe, dass mein Sohn nicht weiter geschwommen ist und der Fluss ihn ausspucken wird.